Schönen guten Abend, lieber YouTuber. Ja, ich habe heute schon wieder Kommentare gekriegt, so die Bilder sind nicht so doll und so. Ja, ich bin kein Profi, aber ich muss das besser lernen. So. Mit dem DJ-Camp habe ich ja schon mal einzelne Bilder gemacht mit meiner Frau und so. Und so über den Wasserfall, wenn ich da über den Wasserfall so hochfotografiere und so. Da habe ich mich selbst gewundert, habe ich mich selbst übertroffen. Ja, von innen, das werde ich auch noch ein besseres Video machen, wenn alles fertig ist und so. Ich weiß, die Baustelle sieht manchmal wie ein Horror aus. Ich habe zweimal gesagt, aufräumen, aber ich bin kein Typ, der da hinterher räumt und so. Ich bin langsam schon so an ein paar Sachen wegzunehmen, was ich gebrauchen kann, zum Beispiel für mein. Ich kenne das auch nicht, dass die Baustelle so dreckig ist und alles so durcheinander. Genauso den Zement, okay, es war starken Regen, da ist eine ganze Palette Zement, was kaputt ist. Ja, für mich ist das ein Vorteil. Ich schmeiß das ja in mein Fundament rein. Ich habe das ja ausgeschachtet, jetzt den ganzen Schlotter, was da drin ist. Und dann bin ich auf knapp an 70, 80 cm gekommen und so. Und habe ich gesagt, das ist ein guter Untergrund. Zement ist ja hart wie Beton nachher und so. Und das fällt ja zu Puder, wenn das erstmal reingeschmissen wird und so. Ja, und da habe ich gesagt, dann mache ich das erstmal bei mir ein bisschen so rein, wo es so zu tief ist, weil ich immer 60 cm haben will. Und das ist eine gute Drainage gegen Wasser nachher, habe ich gedacht. Und dann ist das noch so viel, das mache ich auf die andere Seite, auf die Straße, wo die Wand mindestens 80 cm hochgemauert werden muss. Da habe ich auch gedacht, bis unten hin, bis das trocken ist, ausschachten, das ist ungefähr 80 cm. Und ich habe es zwar ausgebaggert mal, aber durch den ganzen Regen ist das wieder in den Schlamm reingegangen und so. Aber das ist gut, so weiß ich jetzt wenigstens, wie der Boden ist. Da habe ich auch gesagt, runter bis zum festen Boden und dann schmeißt du die ganzen Säcke rein, was alles hart geworden ist durch Regen. Kostet ja nicht mein Geld. Ich sage nur, das ist das beste Untergrund. Da brauche ich keine Schottersteine erstmal reinschmeißen, eine 10 cm Drainage zu machen. So wie gesagt, nehme ich den Zement und das ist auch noch eine gute Tragfähigkeit. Denn. Und so spare ich dann auch wieder einen Beton. Weil ich einen Beton mache, ich nur 60 cm. Die eine Wand wird unten ja breiter und dann oben, wo nachher das Erdreich ist, geht das wieder auf 24 plus jeder Seite 2 cm. Das sind fast dann 30 cm so ungefähr, wird die Wandstärke. Und unten wäre das 40. Weil ja der Druck da ist von den Erde, wenn er schiebt und allem und dran. Und von wo die Erde ist, wird ja noch eine Speerschicht gemacht. Da wird mir die Zementschlemme aufgetragen und so. Teer will ich ja nicht haben. Da wird mir die Schlemme eingeschlemmt alles, damit das Wasser nicht dann durchgeht. Ein Mauerwerk geht zwar nicht da durch, weil dann mindestens 7 cm Betonschicht drin ist. Ja. Das ist eine harte Arbeit, den ganzen Schlotter rauszukriegen. Ich habe erstmal einen kleinen Graben gemacht, das werde ich morgen voll gießen. Ja, und dann werde ich dann zusehen, dass ich jetzt nächste Woche die andere Seite wenigstens fertig kriege, die 30 Meter rauszuschachten. Und damit das dann hier nächste Woche dann die andere Seite Freitag Beton kommt. Ja, und dann kommt nachher dann ist bestimmt die eine Seite schon so weit trocken, dass ich dann besser ausschachten kann. Ich möchte nicht mehr 80 cm in dem Modder stehen. Ja, ich versuche auch ein besseres Video zu machen, wenn das Haus fertig ist und so. Da hat einer geschrieben, ja, wegen die Rohre, das meine ich nicht haben. Ja, ich habe den Waschbecken geändert, weil vorne kannst du lieber kochen, du kannst gleich rausziehen und ein Waschbecken an der Seite, dann sind die Rohre jetzt anders gelaufen, als wie das sein soll. Aber es wird eine Fliese noch überdeckt, unter das Ding, unter die Anrichte, dann sieht man gar nichts. Ja, der Ablauf ist zwar gewesen auf die richtige Seite, aber wir haben das nachher ein bisschen geändert und aufstemmen den Fußboden, nein, das wollten wir nicht und so. Dann haben wir gesagt, so kann er oben lassen, da läuft sowieso die Fliese hin, da kommen nachher die Unterbauschränke, das ist ja alles geschlossen, das siehst du auch nicht. Und wenn da unten über die Fliese ist, da passiert auch nicht viel. Dann weiß ich wenigstens gut, wenn was ist, kann ich die Leitung auswechseln.
nur außen, das sind hier Lüftungsrohre von Septiktank. Die habe ich gesagt, die bleibt dann, braucht nicht unterm Putz und so. Habe ich gesagt, sieht man ja nicht. Und je mehr Schlitze sind, so schöner ist das nicht. Und dann hast du hier oben nur den Schnörkel draußen. Habe ich gesagt, nee, dann mach das gleich das Ganze hoch. Viele kennen das nicht in Deutschland und so, sind die ja unter im Badezimmer, ein so ein Lüftungsschacht und so. Viele sehen das nicht, die sehen das immer, wenn sie ganz oben wohnen. Auch fürs Wasser ist das, damit das Druck der Luft rauskommt oben. Damit letzte Etage sieht man dann das alles und so. Oder wenn ein eigenes Haus hat, der hat auch so einen Wasserüberlauf und so, das ist der Druckausgleich und so. Und in Thailand ist das ein bisschen anders und so. Ja, heute ist auch der dritte Tank gekommen. Und dann habe ich mir so gedacht, so zwei Pumpen. Der eine ist ja nur für Duschen und für Toiletten. Na, da ist ein Tank, der ist nur für Trinkwasser, weil der auch geschützt ist gegen Algen und gegen alles andere und so. Weil der auch isoliert ist, der ist richtig für nur Trinkwasser. Und der kostet auch mehr, der Tank. Und die anderen sind zwar auch nicht billig, aber es sind gute Qualität, bilden auch keine Algen und so. Nur, da habe ich mir das überlegt, heute auch so eine zweite Pumpe zu bestellen. Und nur für Trinkwasser, weil da eine Filteranlage da drin ist und alles. Das ist auch ein Vorfilter. Den könnt ihr auch sehen. Den lasse ich einbauen von ProHome, wo wir es gekauft haben. Die kommen das auch, wenn ich das die Firma machen lassen soll, die Baufirma, dann wollen sie ihr Geld haben und bei ProHome machen sie frei. Weil ich für ohne Geld, muss ich nur anrufen. Auch wie die Klimaanlage einbauen, das machen sie auch. Und ich habe noch doppelten Wasserfilter, einmal wo es dann zum Trinkwasser geht, das sind drei Kartuschen, was da reinkommt und so. Und die muss ich selbst einbauen und so. Ist ja leicht. Das kommt unter der Armaturenbrett rein und fertig. Nur der andere Filter, der filtert so wie die Schlamm ab und alles andere. Und das ist immer noch keine Trinkwasserqualität in Thailand. Da hast du dann andere Filter mit Kohle und da ist Kohle drin. Und einmal solche Kugeln und noch ein anderer Filter. Ich weiß, also ich muss ich mal lesen. Habe ich alles verpackt und so noch. Und die waren teuer, das kostet, der Filter hat so ungefähr 40.000 gekostet und der Vorfilter 20.000. Ja, denn ja, man hätte auch einen billigen kaufen können, aber ich sage immer, besser ist ein ich will Qualitätswasser haben, auch dass ich trinken kann, wo ich sagen kann, da werde ich nicht krank. Das ist das. Meine Frau hat nur einen Filter. Trinkwasserqualität von Avis, oder wie die heißen. Und die sind auch so teuer, muss ich auch jedes Jahr auswechseln. Und das wollen wir bei der anderen Küche einbauen. Weil die neue ist ja modern, die ist neu und die ist auch viel besser und so. Und das hat meine Frau selbst gesehen, ich habe sie ausgesucht und so. Das ganze Filtersystem hat dann 60.000, 70.000 gekostet, aber 1A Wasserqualität. Ich habe auch danach viel gelesen und geforscht und so, wie ich das bessere Wasserqualität kriege und so. Und auch sparsam ist mit dem Filter auswechseln. Die Filter braucht man nur einmal ein Jahr auswechseln, das kostet dann so ungefähr knapp 2000 Baht. Das ist 60, 70 Euro. Das geht ja noch. Und weil das drei Kartuschen sind und so. Die Kohlekartusche oder das Papierkartusche ist ja billig. Aber er hat die Qualität nicht. Ja, wie das schon viele sehen, das sind auch Qualitätsfliesen und so. Ich kann mal richtige, wenn welche Interesse haben, auch mal eine Nahaufnahme machen. Wenn einer vom Bau ist, der weiß das, er hat meine Frau auch erklärt und so. Genauso wie die Küche, das sind schwarze Fliesen, da sind sie heute angefangen. Und heute haben sie auch den Waschbecken ausgeschnitten und mein E-Herd, was da reinkommt. Der war auch teuer, weil das auch so wie eine Workpfanne ist. Da kannst du die Workpfanne reinsetzen. Das wird auch elektrisch geheizt. Kannst du auch die Platte anfassen. Die wird nicht heiß. Da kannst du mit dem Arsch drauf sitzen, solange kein Gegenstand drauf ist, was da kann.
Das ist so wie die neuen E-Herde, so wie in Deutschland. Und das ist eine auch, was du jetzt so einbauen kannst und so. Ja, hoffentlich machen sie das nicht kaputt. Da habe ich Angst, weil die sehr teuer war. Die hatten mir so ungefähr knapp an nur das Teil 1000 Watt gekostet. 1000 Euro meine ich. Und das ist ein bisschen schon viel Geld gewesen. So 1300 habe ich bezahlt. Wenn ihr jetzt genau wissen wollt und so. Ein Jahr Garantie. Das ist eine italienische Firma, die sowas herstellen. Da habe ich auch nachgelesen und so. Ja. Und da bin ich sehr empfindlich, wenn meine Frau, die Kinder da was zerkratzen. Da kann ich ihn rauchen kriegen und so. Da habe ich gesagt, drin wird ihr, dürft ihr gar nicht kochen, nur drüben. Ja, genauso. Ich habe mir, wo ich hergekommen bin, haben wir noch mal eine schöne große Mikrowelle gekauft. Oh, die ist sehr gut, da kannst du grillen, Pizza machen und allen drum und dran. Kannst auch dann Essen kochen und so. Das ist so wie ein halber Backofen und Mikrowelle. Habe ich früher mal gehabt, wo die rauskamen, auch so. Aber jetzt sind sie auch wieder kommen, habe ich gesehen, hier in Thailand, so mit einem Ofen drin und alles. Okay, hätte ich das Doppelte bezahlt, dann hättest du auch noch viel mehr machen können mit Backen und so. Aber ich sage immer, so einen richtigen Ofen zum Backen habe ich auch noch, so einen kleinen. Ah, klein ist er nicht, er ist 50 mal 40 und 30 hoch. Ja, den will ich auch haben, der ist auch noch gut. Den lasse ich auch so einbauen, dass man die Tür aufmachen kann. Da habe ich auch die Maße gegeben. Nur ich habe ein bisschen mehr gegeben, weil ich denn das mal rausnehmen kann. Wenn was ist, dann kann ich einen größeren kaufen, weil ich einen gesehen habe, der ein bisschen breiter ist und höher. So habe ich gleich die Maße drin reingegeben. Wenn ich den neuen kaufe, in 2-3 Jahren, da kann ich den reinsetzen. Dann wird der andere auch billiger. Ja, man muss alles ein bisschen vorausplanen. Ich habe viel geändert und so. Ja, im Badezimmer sind so um 3 Mängel, was ich so beanstande und so. Aber das ist Geschmackssache, aber da haben wir darüber gesprochen, wollte sie rausreißen, habe ich gesagt, nee, ich würde es nur empfehlen, beim nächsten Mal das zu machen. Und so, weil die Fliesen machen sie mir bei der Chromplatte ein bisschen höher und dann fugen sie schräge ab. Und da habe ich gesagt, ein bisschen mehr schräge, wenn das Wasser nicht drin steht, sondern Ablauf und lieber bündig machen mit den Aluschienen, nicht ein paar Millimeter über. Sieht nicht schön aus. Und ist Geschmackssache. Ich sage immer bündig machen und ein bisschen mehr schräge, denn das Wasser steht nicht drin und so. Ja, und dann wollte ich das rausnehmen. Ich sage, es kann drin lassen und so. Nur es ist ein Tipp und so. Und dann war eine Fliese so leicht beim Auskratzen, so leicht beschädigt, Glasur ab, aber das sieht man nicht. Man guckt ja nicht immer auf den Fußboden. Das ist die zweite Reihe über dem Fußboden. Man sieht das optisch nicht, wenn man das nur weiß, dann fällt das auf. Aber rauszuholen ist schwer und das nachzuflicken, das ist schlimmer. Aber ich sage immer, das ist eine Ecke, was man nicht sieht. Man muss das alles auf die Augenhöhe haben, was schön ist. Keiner geht und guckt immer auf den Fußboden entlang. Das habe ich auch gesagt. Besonders die zweite Reihe. Man guckt immer alles, was in der Sichthöhe ist und hoch. Nie auf den Fußboden, das sind wenige. Und das fällt nicht auf. Das ist nicht mal meine Frau aufgefallen. Ja, dann sagt sie, wollte sie jetzt bemängeln. Aber ich gesagt, das ist, kann man machen, aber bringt nichts. Das sieht nachher, wenn die Fliese auswechselt, kriegst das nie wieder richtig hin. Weil Fliesen, jede Fliese, was gebrannt ist, sind Millimetermaßen ein Unterschied. Das kann ein bisschen ein Millimeter größer sein oder ein Millimeter schmaler. Und das sieht nicht schön aus. Denn so lassen wir es drin. Das sind keine, man sieht das nicht so, wenn man es nicht weiß, wenn man nicht hindeutet, sieht das keiner. Nur ich sehe das, weil ich dann immer hoch und runter gucke, aber mich stört das nicht, weil das noch ein Normbereich ist. Sonst sehr gut geschnitten, auch bei der Stufe. Da habe ich viele gesehen, dass das nicht gut geschnitten ist, keinen guten Zusammenhalt und so. Auch die anderen Kanten ist ein guter Zusammenhalt gewesen vom Übergang. Ich habe ein Haus hier in der Nähe mal angeguckt, was auch gemacht ist. Die Kanten nicht so schön gemacht und die Stufen nicht. Da
Das ist mir so ein kleiner Absatz, wenn sie das zusammensetzen. Und das hat mir nicht gefallen. Das sind immer so Sachen, wo man mit den Zehen stoßen kann und das tut weh an Metall. Wenn das auch ein Millimeter ist höher und so. Und das habe ich mich gewundert, dass er es sehr gut gemacht hat. Ich habe viele so gesehen, dass die so Schienen nehmen, dass sie nicht qualitätmäßig sind. Das sind gute Schienen. Und die hat er extra in Mörtel so eingesetzt. Auch so die Kanten und so. Hat er wunderbar gemacht und so. Da kann ich nicht klagen. Ja. Meine Frau sagt auch, die kleinen Fliesen hätten wir auch besser gepackt. Habe gesagt, das ist optisch nicht gut geeignet, habe ich gesagt. Großen Fliesen ist optisch immer gut geeignet und so. Genauso wie in der Badezimmer, da habe ich mich in meiner Badewanne reingelegt, war ein bisschen staubig, aber es macht nichts und so. Ja. Meine Frau sagt, die Badewanne ist zu klein. Nein, das ist die normale Größe. 1,70. Größer darf das nicht sein, wenn du beim Einschlafen nicht denn gleich ins Wasser liegst, sondern mit dem Kopf immer oberhalb. So sind die Badewannen. Und so, außer mit so einer großen Spezialbadewanne. Oh, das ist wie bei meinem Neffenhaus. So einen großen, da kannst du mit 3-4 Personen drin liegen, was er gekauft hat. Er hat ein Haus gekauft, er hat ein neues Hausbau verkauft durch die Scheidung. Dann hat er sich ein paar älteres Haus gekauft, was Wohnfläche zweimal so groß ist. Und da ist eine große Badewanne drin in grün. Und auch die Badezimmer ist in grün. Aber das wird er nach und nach ändern. Aber die Wanne bleibt drin, sagt er. Jetzt bin ich ja alleine, jetzt kann ich ja mehrere einladen zum Party in der Badewanne. Ja, da habe ich gesagt, kann ich auch mal ausprobieren mit einem. Ja, und auch mit den Schiebetüren. In 2 Wochen sollen die Fenster kommen, hat sie gesagt, habe ich heute nochmal angesprochen. Ja, die werden jetzt hergestellt von Fabrik aus. Dann hoffe ich, dass das auch in 2 Wochen ist. Corona-Zeit ist ja vorbei. Ja, wenn sie sagt, in 2 Wochen kommt das auch immer hin. Die hat mir auch gesagt, sie läuft auch hinterher, genauso mit dem Dach. Weil das auch eine bessere Farbe ist, müssen wir warten. Genauso die kaschierte mit Gewebe drin, haben wir auch ein bisschen gewartet und so. Praktisch die Alu-kaschierte mit Gewebe drin und so. Die Dachpfanne auch und so. Aber es ging schnell alles. Ich bin nur gespannt, wie die Fenster nachher aussehen, wenn sie drin sind und so. Ja. Und sie kommt auch ja zweimal die Woche raus und guckt sich das an. Und jedes Mal, wenn es ein Fortschritt gemacht ist oder was Neues, dann macht sie immer Bilder und sendet sie auch, wenn wir nicht da sind. Das ist schon mal das Gute dabei und so. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, so, ich werde jetzt so mehr über meine Wand ein Video machen. Ich habe heute ein Video gemacht von meiner Gegend. Da bin ich mit der Drohne fast 1 Kilometer geflogen. Weiter geht er nicht, sonst habe ich keinen Empfang. Wenn ich, dann bleibt er immer still, Bilder, und dann geht er wieder weiter, wenn er wieder Empfang hat. Und das ist mehr so Risiko. Aber ich habe wenigstens mal selbst gesehen, wie das von oben aussieht, meine ganze Gegend und so. Und das ist sehr schön. Man sieht auch noch so ein bisschen Wasser, wo es noch ist und so, wo es ein bisschen tiefer ist und so. Einer meinte da so, das ist Überflutungsgebiet, das ist gar kein Überflutungsgebiet, wir liegen hoch hier. Nur wenn es viel Felder, eher Felder sind, die alle so Reisfelder sind, das ist ein Überflutungsgebiet. Ich habe ja nur einen Kanal gemacht, weil ich das Wasser ja ableiten muss. Da habe ich auch dafür mit dem Bürgermeister einen Vertrag gemacht, dass er mir auch die Straße vorne ein bisschen sauber hält und alles und so. Und ich brauche ja auch Wasser für meine Pflanzen nachher. Jetzt ist er richtig voll. Der steht jetzt voll in Wasser drin. Bis das wieder Regen ist, habe ich das Wasser bestimmt schon wieder abgeschöpft. Durch Pflanzen und so. Ja, eine Idee muss man auch haben. Er hat ja meine Rohre bezahlt. Der Bürgermeister hat mich auch gewundert. Zwar ist das keine reiche Gemeinde, aber er hat das bezahlt. Sonst hätte er ja zugemacht, dann steht das Wasser. Ja, und wenn da steht, ist es auch eine Gefahr für mich. So habe ich gesagt, dann kann das durchlaufen über die anderen Felder hinter mir und so. In meiner Gegend wird viel Land verkauft, so 2 Reihe, 5 Reihe,
in die ganze Ecke, auch in meine Straße rein, wird vieles Land verkauft. Stehen viele Schilder, so zwei Reihe, drei Reihe und so habe ich gesehen, ein Reihe. Preise weiß ich nicht, kann ich anrufen. Es ist eine ruhige Ecke, es wird viel gebaut. Da ist wieder ein Haus im Dorf, wird neu gebaut. Bei uns war da runter. Heute kamen mindestens 15 Betonmischer vorbeigefahren. Da habe ich gesagt, das war vorher nicht, da wird auch ein Haus gebaut. Bin ich mal hingefahren, ist ja nur 1,5 Kilometer von mir entfernt, habe mir das mal angeguckt. Da waren sie erstmal, die mir die Platte zu gießen. Auch ein schönes, großes Haus, aber ein schmales Grundstück. Das ist ungefähr knapp ein Reihe gewesen, wenn ich das sehe. Und da hat man nicht viel Platz und so. Hier wohnt man auch gut, wo ich wohne. Ich lebe 7 Kilometer von, 7 Kilometer von Nonntal, fast entfernt. Das sind 5 oder 7 Kilometer. Und man kommt sehr schnell ins Stadtzentrum. Nong Thai hat vieles da, hat einen Lotus da, hat eine Tankstelle, einen guten Krankenhaus und 25, 35 Kilometer ist das mitten im Zentrum von Korat bin ich drin. Ja, was will man mehr und so. Und hier ist ruhig. Da sind viele, die aus Korat hierher ziehen. Ich höre immer schon wieder neun und so. Auch der Neue, der das Haus baut, der sie und er wollen auch Ruhe haben, sind aus dem Korat rausgezogen und wollen hier später die Renten verbringen in 3 Jahren. Das sind viele auch, so bei uns in der Straße, wo, das habe ich mal gezeigt, mit einer Hütte, Holzhütte, kann man auch im Video auch sehen. Sie arbeitet auch im Krankenhaus und sie will Ruhe haben, wenn sie jetzt ab nächstes Jahr in der Rente geht, will sie dann da wohnen. Hat sich auch schön gemacht, 2 Holzhütten gekauft und hinten hat sie die Küche gemacht. Und ein Schlafzimmer und 2 Badezimmer hat sie gemerkt, habe ich gesehen, mit Toiletten und so. Sehr gut gemerkt. Hat sie 350.000 bezahlt bei der Firma. Auch sehr gut gebaut, ist eine Firma aus dem Dorf. Das ist der Bürgermeister. Und er wollte das bei mir auch machen, aber ich fand der Preis ein bisschen zu teuer und so. Aber auch sehr gute Arbeit und schnell, habe ich gesehen und so. Und ich kann gerne weitervermitteln an meine Firma, die arbeitet sehr gut, die ändert auch alles und so. Es kommt auf den Preis, wenn das mehr kostet, dann muss ich mehr bezahlen. Wenn das alles noch in dem Budget drin ist bei ihr, dann kostet das nichts, so wie die Rohre umzusetzen und so, das hat nichts gekostet. Ich habe ja nur bezahlt wie der Blumenkasten und was meine Frau noch haben möchte und außen mehr. Und ein Wassertank und so und eine Pumpe, die muss ich bezahlen. Eine Pumpe bekomme ich frei und 1000 Liter Wasser, aber das ist zu wenig. Aber da habe ich dann 2,5 zugekauft. Da habe ich eine Größe genommen, muss ich nur zubezahlen. Und so. Und sonst habe ich alles bessere Qualität genommen. Fliesen für 300 Thaibat oder Türen für 1000, das sind keine stabile. Da kann ich sagen, da kann ich pro Türblatt habe ich 2.900 bezahlt plus der Stahlrahmen, kein Holz, sondern das richtigen Stahlrahmen. Nur der Stahlrahmen hat ungefähr pro Tür habe ich so bezahlt, so 4.000 habe ich bezahlt, komplett fertig und so. Und die ganzen Fliesen waren 74.000, was ich bezahlt habe. Mit die Badezimmer und so. Und dann sind das 50.000 gewesen für die Toiletten, die beide mit Einrichtung und so. Und die Stahlspüle, das ist drin in dem Preis gewesen beim Hausbau, so wie die eine billige Pumpe, die habe ich ein bisschen zu bezahlt, da habe ich eine stärkere Pumpe, ja, und dann, das wurde alles mit verrechnet und so, ja, und dann, wenn ich sage, 4.000 mehr für das bisschen Beton, das sind noch ein Restbetrag, 40.000, was offen ist, was mehr geleistet ist und so. Jetzt kommt das noch bestimmt die Pumpe noch dazu, dann wäre das so ungefähr, sage ich so 50, 60.000 noch mal drauf. Ja, die Pumpe kostet auch 20.000. Ja, und dann, da soll man ja nicht gucken und so. Und da sind ja noch kleine Beträge, das sind noch mal 500.000, was dann offen ist. Ja, 2 Millionen hat sie ja schon bekommen. Ja, jetzt will ich auch mal Schluss machen.
Ich will jetzt auch noch duschen und mich erholen. Morgen will ich wieder weiterarbeiten. Morgen will ich einen kleinen Graben schütten, dass wenn das mal doch noch Regen kommt, dass das nicht wieder voll ist mit Wasser. Da habe ich auch einen halben Tag gebraucht, um das ganze Wasser auszupumpen und das noch den Einkramen noch auszuschaffen und so. Weil ich dann bin ich ja eine ganze Woche alleine, weil meine Frau fährt an Freitag und kommt ja wieder, Freitag früh hat sie ja eine Sitzung und Samstag auch für die Schule. Und den einen Tag soll sie sich erholen, vorbereiten für die Schule. Denn Montag fängt die Schule hier an. Dann kommt sie Freitagabend, wollte sie kommen, hat gesagt, das ist auch blöd, dann bist du auch kaputt, das bringt nichts. Komm lieber Samstag früh, meine Frau steht sowieso um 6 auf, ist sie um 8, 9 hier. Dann kann sie gleich zur Baustelle fahren. Ja, dann schaffe ich auch schon mehr alleine, mehr so 6 Stunden, das ist das Minimum, was du arbeiten kannst in Ruhe. Mehr kann ich nicht, dann habe ich auch Probleme mit dem Rücken mehr und so und durch die Hitze auch so. Morgens um 7 anfangen, so kurz vor 7. Ich bin ja auch schon um 5 wach, dass ich so ungefähr noch meinen Kaffee trinke, Zigarette rauche. Dann ist das auch kurz vor 7, dann fahre ich dann los. Dann von hier, von Pension, brauche ich nur 5 Minuten fahren und so. Das sind ja nur 3 Kilometer fast. Ja, und dann kann ich dann anfangen bis 11 und dann sagen wir mal 12, dann ist das zu heiß. So 11, 12 wäre das heiß. Und dann kann ich auch mein Werkzeug zusammenpacken, dann ist es auch wieder eins. So. Da kann man 5 bis 6 Stunden gearbeitet und das langt auch und so. Ich soll mich ja nicht kaputt arbeiten. Ich arbeite ja in Ruhe. Das ist das. Man teilt das ein. Morgens harte Arbeit, hart rangehen und dann langsam abbauen, wie es das jetzt gehört und so. Ja. Nur heute habe ich sehr viel getrunken. Eistee, Orangensaft und so. Keine Cola. Heute Abend habe ich nur eine Cola getrunken. Ist ein bisschen süß. Und morgens habe ich eine Cola getrunken, aber zu viel Zucker darf man nicht, auch nicht haben und so. Ja, morgen will ich Wasser nehmen. Das schwitzt dann besser aus. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend und danke, dass ich wieder 3 neue Abonnenten bekommen habe, habe ich gesehen und so. Was gegangen ist, kommt schon wieder und so. Ich freue mich, wenn ich meine erste 1000 voll habe, Ende des Jahres, hoffe ich. Das glaube ich nicht. Dafür muss ich mehr tun, denn ab nächstes Jahr habe ich mehr Zeit. Da werde ich auch mal versuchen, dass ich dann bessere Bilder machen. Auch von meinem Neuanbau, dann werde ich das besser erklären und so. Ich bin kein Profi, ich bin nur ein Profi in Häuser bauen oder Gestaltung und so. Aber mit Fotografieren war mein Sinn noch nicht. Aber mit der Drohne habe ich schon mal gute Aufnahmen gemacht und so. Und jetzt werde ich das auch mit der Cam mal lernen, mit meinem iPad, um mal bessere Aufnahmen zu machen. Okay, dann wünsche ich einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Ciao.